Tag 3 der KIKA Live Home WM. Nach Dart und Springreiten beweisen sich unsere Athletinnen und Athleten heute im Gewichtheben. Hallo zu KIKA Live Home WM und auch heute geben diese motivierten und gut aussehenden Kandidatinnen und Kandidaten alles, um diese Medaille zu ergattern. TikTokerin Nadine Briti. Unser Checker Julian. YouTube-Star Marvin Noel und Sänger Malik Harris. Hallo meine vier Lieblingssportlerinnen und Sportler, wie geht's euch? Seid ihr immer noch motiviert und fit? Ja, yes. Auf jeden Fall. Sehr gut. Das freut mich stark. Malik, wie geht's dir? Du kannst heute wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch nicht wirklich mitmachen, oder? Leider nein. Ich hoffe, das wird auch alles in die nächste WM mitgenommen, weil also die Disziplin. Weil also ich wäre ready auf jeden Fall, ne? So, liebe Sportlerinnen und Sportler, es ist ja quasi Halbzeit. Zwei Disziplinen sind geschafft, zwei liegen noch vor euch. Dann wissen wir, wer Weltmeisterin oder Weltmeister ist. Und wir schauen noch einmal, bevor es hier losgeht, auf den aktuellen Punktestand. Malik sammelt fleißig Ehrenpunkte und hat schon zwei auf dem Punktekonto. Nach dem Sturz mit Springpferd Miss Sparkle liegt Nadine mit 5 Punkten auf Platz 3. Knapp davor reiht sich Marvin mit 6 Punkten auf den zweiten Platz ein. Nach zwei Tagessiegen sichert sich Julian mit 8 Punkten souverän den ersten Platz. Aber es ist, wie gesagt, erst Halbzeit. Das heißt, es ist wirklich noch alles drin. Aber trotzdem, zwei Tagessiege hintereinander ist schon ein starkes Gefühl, oder? Absolut. Und ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Weil letztes Mal bei den KIKA Live Sommerspielen habe ich ja ein bisschen Pech gehabt. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht so damit gerechnet, dass ich jetzt schon so viele Punkte abgesahnt habe. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ob du heute wieder in den Tagessieg reinfährst, werden wir gleich sehen. Denn jetzt wird sich alles entscheiden. Und zwar mit den Gewichten und der Stange. So, jetzt sind Muckis gefragt. Aber nicht die, nein, sondern die im Gesicht. Halte die Stange quer mit dem Mund, nur mit den Lippen. Und schiebt auf Kommando Gewichte links und rechts drauf. Wer zuerst locker lässt, erhält einen Punkt. Wer als nächstes lost, immerhin zwei. Wer als drittes schwächelt, verdient sich 3 Punkte. Und wer am längsten durchhält, sichert sich 4 wichtige Punkte. Ben und Malik, euer Job ist die witzige Ablenkung. Leute, das hier ist das Teil, vor dem ihr Angst haben solltet. Das ist Bernies Witzebuch, ja? Nadine, machst du Sport? Ich habe früher Cheerleader gemacht und Power Dance und war Sprinterin ganz lange. Also ist die KIKA Live Home WM quasi dein Comeback in den Sportbereich. Großartig. Exactly. Genau. Mavi, du bist quasi im Paradies, du wohnst gerade auf Mallorca. Hat man, wenn alles draußen so schön und so warm ist, und hat man da überhaupt noch Zeit für Sport oder macht man da andere Dinge? Ja klar, also meistens im Frühling ist es voll cool, dass man draußen so viele Sportsachen machen kann. Also ich turne ja sehr gerne. Und mache auch gerne was auf dem Trampolin und so, das heißt, das Wetter dafür gut ist, weil in Deutschland hat es dann oft geregnet und dann kommt man nicht aufs Trampolin und so. Im Sommer ist es schon sehr heiß, aber manchmal mache ich dann so abends so ein paar Sachen mit Turnen oder so Homeworkouts mache ich auch gerne. Deswegen machen wir uns jetzt alle erstmal gemeinschaftlich warm. Okay, everybody, erstmal die Augenbrauen. Hoch, runter. Jetzt geht's um das Kinn. Links, rechts. Jetzt kommt der Nasenhamster. Oberlippendreher. Okay, und? Okay, alles klar. Fühlt ihr euch warm? Ja. Sehr gutes Workout auf jeden Fall. So, Leute, und ihr zu Hause, ihr könnt natürlich voten. Wer ist euer Favorit? Was glaubt ihr? Wer wird Weltmeisterin oder Weltmeister? Stimmt ab auf kikalive.de. So, die Grundpositionen sind eingenommen. Los geht's mit Gewichtheben. Leg direkt die ersten Gewichte auf die Stange. Genau, schön nah ran, da kommt ja noch einiges. Dann fangen wir mal an. Ich hab richtig Bock. Also,
Bevor der erste Witz kommt, kommt hier aber erstmal noch ein Gewicht für euch, Leute. Nehmt mal noch mal einen Zweier bitte und schiebt die CD quasi hinter die anderen. Genau. Yeah. Ich lese noch mal kurz ein Witzchen vor, um euch abzulenken. Was macht der Zahnarzt, um schneller zu arbeiten? Na? Er legt einen Zahn zu. Kommt ein Skelett zum Zahnarzt, sagt der Zahnarzt. Ihre Zähne sind gut, aber ihr Zahnfleisch macht mir Sorgen. Okay, alles klar. Wir legen noch mal los. Und damit es langsam auch richtig gut aussieht, kommen jetzt die Hauptgewichte. Die Klopapierrollen zum Einsatz. Noch einmal schön links und rechts rüberschieben. Und jetzt wird es wirklich schon schwer. Da sieht man teilweise, wie sich die Gesichter und die Mimik verziehen. Zum Glück habt ihr euch schön warm gemacht. Meine Klopapierrolle ist weggerollt. Die Klopapierrolle ist weggerollt. Aufstehen und holen. Es ist halt einfach eine Weltmeisterschaft und kein Zuckerschlecken, Leute. Ich lese mal noch ein kleines Witzchen vor. Die Zeit haben wir ja. Welche Sportler reden am wenigsten? Tennisspieler, drei Sätze, dann ist Schluss. Was geht's hier los? Julian, Kopf schön gerade machen, bitte. Kopf schön gerade machen, Julian, sonst wird geschummelt. Sehr gut. Die Frage ist natürlich, wer hält hier am meisten durch? Und man sieht, dass es langsam schon wirklich wehtut. Nadine ist am Kämpfen. Mavi sieht noch gut aus. Julian verdreht schon leicht die Augen. Ich würde sagen, wir legen mal noch einen drauf. Eine schöne Zweierpackung von CDs, Leute. Komm, die klappt noch, um zu gucken, wer als erstes aufgibt und die Stange nicht mehr halten kann. Und da ist es drauf. Sehr gut. Puh. Schön die Köpfe gerade halten, nicht dass schlecht. Es auch fair bleibt. Ich leide mit euch, Freunde. Ich leide mit euch. Vielleicht noch mal so eine schöne Fünferpackung von CDs. Die schieben wir noch mal links und rechts drauf. Es ist die Weltmeisterschaft. Wir sind hier nicht auf dem Kindergeburtstag. Hier geht's ab. Das geht auf die Knochen. Nadine, nach vorne kommen. Genau, Gewicht schön auf den Mund lassen. Genau, nicht auf den Rücken. Da. Ah! Nicht schlecht. Was ist das für ein Gefühl? Du bist taub geworden, deswegen habe ich auch gehört. Deine beiden Kontrahentinnen und Kontrahenten sind noch voll am Start. Crazy. Ich erzähl mal noch einen Witz hier zwischendurch. Ja. Ein Busfahrer, ein Zahnarzt und ein Mathematiker haben jeweils eine Pizza. Zu wem sollte man gehen, wenn man hungrig ist? Zum Mathematiker natürlich, weil der immer teilt. Geht ein Dalmatiner einkaufen, fragt die Kassiererin, sammeln Sie noch Punkte? Okay, also Julian macht gar nicht aus und Mavi ist auch am Rennen. Wir erhöhen jetzt in der Endphase nochmal die Gewichte. Nochmal jeweils ein Zweier links und rechts draufgesetzt. Oh ja, Mavi ist auch so zielsicher mit den Gewichten, als hätte sie wirklich hart trainiert. Julian will aber einfach auch nicht aufhören. Körperlich bist du eigentlich, glaube ich, schon durch. Es geht jetzt wirklich nur noch um die mentale Stärke. Und das ist eine Weltmeisterschaft, oder? Malik, das wollen wir sehen. Also, darüber werden die Menschen noch lange sprechen, was ich hier gerade abzeige. Wahnsinn. Definitiv. Ich bin sehr begeistert. Oh, Julian, das geht nicht gut. Julian, nicht gut. Oh, war das die Entscheidung? Jetzt wird hier hart gekämpft. Oh, und das war's. Oh, wow. Das war ein Schmerz, Leute. Ja, ich bin unglaublich. Einen Applaus für Mavi. Mavi, du hast es geschafft. Du hast alle abgehängt. Was war deine Taktik? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach auf die Witze konzentriert und nicht darauf, dass es wehtut, dass diese ganzen Sachen im Leben bringen. Und ich habe versucht, es immer so ein bisschen auszubalancieren. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Und diese Leistung soll natürlich auch belohnt werden. Wir schauen auf die Punktetabelle. Für seine tatkräftige Unterstützung beim Ablenken erhält Malik einen weiteren Ehrenpunkt. Nadine hat kräftig zugebissen, dann doch geschwächelt 2 Punkte. Julian bekommt für seine glanzvolle Leistung 3 Punkte und für die meiste Bisskraft verdient sich Mavi den Tagessieg mit 4 Punkten. Somit liegt Mavi mit 10 Punkten nur noch einen hinter Spitzenreiter Julian. Der Tagessieg geht ganz klar und vor allem verdient an Mavi. Und morgen heißt es Finale der HOME-WM 2022. Die Disziplin heißt Segeln. Und ich habe ein weiteres Highlight für euch, nämlich Malik Harris wird seinen aktuellen Mega-Hype Rockstar singen, mit dem er auch beim ESC antreten wird Anfang Mai. Also eine volle Packung geballter Superpower wartet morgen hier auf euch bei der KIKA Live
Home-WM. Ihr ruht euch schön aus. Wir sehen uns morgen alle wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Bis morgen.